Hallo, hier ist Nathalie Schmidt von Energie-Lebensberatung und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie es ist, wenn dein Leben von Angst bestimmt wird. Bevor wir dazu kommen, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, damit du immer auf dem Laufenden bist, wenn ich ein neues Thema rausbringe und die Zuschauerzahl wächst dadurch natürlich und ich habe auch auf Instagram und auf Facebook regelmäßig Seelenbotschaften. Vielleicht guckst du da auch mal vorbei und abonnierst das auch. Das würde mich sehr freuen. Ja, kommen wir zum Thema Angst. Es gibt viele Sachen, wovor wir Angst haben können. Und Angst kann auch sehr bestimmend im Leben werden, wenn man sich dem ausliefert und quasi sich von der Angst beherrschen lässt. Und das ist immer ein Problem, weil natürlich die Angst einen in allen möglichen Bereichen blockiert. Also wenn wir eine Angst haben, die vielleicht nur ab und zu auftritt, zum Beispiel wenn wir Angst vor Schlangen haben und Schlangen nicht begegnen, dann kann man damit noch einigermaßen, sag ich mal, umgehen, weil man meidet einfach den Kontakt mit Schlangen und hat natürlich dann das Problem, wenn im Fernsehen irgendein Film gezeigt wird und dann eine Schlange vorkommt. Aber zumindest müssen wir uns dem Thema der Schlange nicht permanent aussetzen und dadurch kann man die Angst noch im Griff haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich so eine Angst aufbaut, die einen in immer mehr Bereichen packt. Dass man so eine richtige Art Lebensangst bekommt. Also quasi eine Angst, die einen in allen Lebensbereichen, ja, blockiert und man sich damit beschäftigen muss, weil man immer weniger in der Lage ist, seinen Alltag hinzubekommen, seine Arbeit hinzubekommen und auch im Umfeld mit den anderen Menschen immer mehr auch Probleme bekommt, weil die vielleicht die Angst gar nicht nachvollziehen können. Und deswegen müssen wir uns erstmal angucken, was heißt denn das, Angst zu haben? Also Angst hat immer auch etwas zu tun mit wahnsinnigem Stress. Also eigentlich ist ja eine Angstreaktion etwas, sag ich mal, Gutes, wenn wir im Dschungel irgendwo unterwegs sind und einem Löwen begegnen, dann ist es sinnvoll, Angst zu haben, weil mein Leben wird bedroht und ich muss in dem Moment, wo ich diese Angst habe, steigen auch das Adrenalin an und eben diese ganzen Mechanismen, damit ich, also der Cortisolspiegel und so weiter, damit ich eben reagieren kann und entweder mit dem Löwen kämpfen kann oder vor dem Löwen flüchten kann. Und damit mir das eben gelingt, brauche ich auch diese Angst, weil ich dann aufmerksam bin, ich bin konzentriert im ersten Moment. Das Problem ist aber, in unserem Leben ist es jetzt natürlich so, dass wir nicht von Löwen angegriffen werden, auch nicht von Pumas, sondern dass diese Angst sehr diffus ist oder diese Angriffe, sage ich jetzt mal, die auf uns stattfinden. Wir haben im Moment viele Probleme in unserem Leben. Wir haben einmal die Corona-Pandemie, die manchen Menschen immer noch sehr viel Angst bereitet. Ob das jetzt begründet ist oder nicht, möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber wir haben Probleme mit der Energie, dass wir zu wenig Strom haben, dass wir zu wenig Gas haben, dass wir im Winter frieren müssen oder dass wir das einfach auch nicht mehr bezahlen können, diese ganzen Kosten, die da auf einen zukommen. Oder wir haben auch Angst, dass der Krieg mit Russland und Ukraine, dass der immer mehr eskaliert, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Das alles beschäftigt einen und wenn man sich davon bestimmen lässt, dann ist das wie so ein Ring, der um einen herum entsteht und der einen immer mehr in Bann zieht und immer mehr beeinflusst. Also in erster Linie ist es wichtig zu wissen, dass Angst immer mit Stress zu tun hat. Und deswegen muss man einfach auch schauen, wo kommt denn dieser Stress her, den man im Leben hat. Also was stresst dich so, dass du dich von dieser Angst
total vereinnahmen lässt. Und diese allgemeinen Sachen, die ich jetzt gerade schon gesagt habe, die betreffen natürlich uns alle irgendwo. Also wir alle sind beeinflusst jetzt hier in dieser Zeit, die sehr schwierig ist, wo so viel auf uns einfließt, was wir nicht selber beeinflussen können. Ja, wir können ja nicht gucken, dass wir die Gaspreise selber niedrig halten. Das muss der Staat für uns machen, das muss die Politik machen. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Und deswegen ist es natürlich eine Unruhe, die uns in uns entsteht. Aber wenn wir das dann eben auch auf die anderen Sachen übertragen, dass wir uns gelähmt fühlen, dass wir das Gefühl haben, gar nichts mehr hinzubekommen in unserem Leben, dann ist das natürlich eine Katastrophe, weil das ist wie so ein Teufelskreis, in dem man dann landet und der einen total aus dem eigentlichen Leben rausnimmt. Und deswegen musst du gucken, wo kommt dein persönlicher Stress her? Wenn wir das andere mal außen vor lassen, liegt es daran, dass du ein Problem mit einer bestimmten Person hast, die dich wahnsinnig beeinflusst, wo du das Gefühl hast, du kannst das Problem nicht lösen. Es kann auch in der Arbeit sein, es kann im privaten Bereich sein. Es gibt ja so manchmal die Konstellation, dass irgendjemand uns wahnsinnig auf die Nerven geht und uns das Gefühl gibt, dass er uns das Leben schwer macht, zur Hölle macht und man dem nicht außen vor kann im ersten Moment. Also guck erstmal, wo kommt dein Stress her? Und wenn du den Bereich eingrenzen kannst, dann überlege dir, warum der Stress da ist. Das hat meistens eine ganz andere Ursache. Natürlich ist die Person zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer Person sprechen, dann ist das vordergründig diese Person, aber es steckt ein ganz anderes Thema oft dahinter. Ein Thema, was schon ganz lange du in dir trägst und mit dem du dich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hast, was vielleicht aus der Vergangenheit kommt, aus der Kindheit oder aus einer früheren Situation. Und diese Situation, die jetzt da ist, stresst dich, weil es diesen Punkt von damals wieder berührt. Und es ist sehr wichtig, da zu gucken, zu schauen, dass man diesen Stress eben los wird. Du musst auch gucken, musst du wirklich so viel arbeiten, wie du vielleicht arbeitest? Oder musst du dich um alle Bereiche kümmern im privaten Umfeld, weil du das Gefühl hast, die anderen sind nicht in der Lage, sich darum zu kümmern? Also schau, wo du überall diesen Stress herbekommst. Und es gibt viele Bereiche, wo man da auch etwas runterfahren kann und wo man sich bewusst machen muss, warum mache ich mir diesen Stress? Weil meistens ist es ja nicht immer nur von außen der Stress, sondern der Stress kommt auch sehr oft von innen, also von einem selber. Und wenn ich diesen Stress etwas lösen kann, dann verliere ich auch wieder diese ganzen Ängste, das nicht hinzubekommen, das nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein, die Ängste einfach, das nicht in den Griff zu bekommen und dass man nur von außen beeinflusst wird und man selber hier das Opfer ist und gar nicht sein Leben mehr bestimmen kann. Ja, also schau, was dich im Leben besonders stresst. Geh das Thema an. Schau, dass du die Stressoren abstellst, dass du vielleicht auch Änderungen herbeiführst in deinem Leben. Weil manches, was wir gemeint haben, das gut ist, hat sich vielleicht schon überholt und du brauchst dir diesen Stress gar nicht mehr antun, weil es wichtig ist, eine Veränderung herbeizuführen und neue Wege in dein Leben zu gehen. Und dann stell dich der Angst und schau, dass du sagst, ich brauche keine Angst haben,
Denn mir kann nichts passieren im wirklichen Sinne. Natürlich kann ich das Gefühl haben, meine Arbeit nicht schaffen zu können. Aber dann ist es vielleicht sinnvoll zu überlegen, ob die Arbeit noch das Richtige für dich ist, ob die Arbeit an sich vielleicht richtig ist, aber in der falschen Firma, oder ob du dort etwas reduzieren kannst in der Firma, weil du auch mal was abgibst und nicht meinst, alles selber machen zu müssen. Also guck das dir genau an und dann schau, dass du diesen Stress rausnimmst. Gib einfach mal die Sachen ab und lass andere das tun, was du meinst, tun zu müssen. Denn es ist oft so, dass sich viele Menschen zu viel aufbürden, zu viel Probleme von anderen oder Probleme, die gar nicht ihre eigenen sind, zu viel Probleme sich selber machen, weil sie meinen, sie müssen alles hinkriegen. Und das musst du alles gar nicht. Das Einzige, was du musst, ist bei dir sein. Ganz bei dir und zur Ruhe kommen. Und deswegen denk dir immer, du stehst nicht im Dschungel und es steht kein Löwe vor dir, sondern vielleicht ein Haufen Berg Arbeit oder Menschen, die dich blöd anmachen. Aber es ist nichts, was dich sozusagen umbringen kann. Es ist etwas, mit dem man lernen kann, umzugehen. Und das ist, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber lerne Grenzen zu setzen, lerne auf dich selber zu schauen und nicht immer nur alles für die anderen zu tun, sondern auch vor allem was für dich zu tun. Und dann kannst du auch die Angst loslassen, die dich beherrscht, weil die brauchst du gar nicht. Du darfst zufrieden mit dir sein, du darfst ruhig sein und du darfst auch einfach mal Nein sagen und bei dir bleiben. Ja, also natürlich kann man in 10 Minuten hier nicht komplett sagen, wie man eine Angst verlieren kann, aber ich hoffe, ich habe dir einen Impuls gegeben, wie du beginnen kannst, dass du erstmal schaust, wo das alles herkommt, damit du einfach diesen Stress von dir selber rausnimmst und dadurch löst sich dann auch deine Angst. Da bin ich mir ganz sicher. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein paar Kommentare da lässt, wie es dir der Beitrag gefallen hat. Wenn du noch Fragen hast, natürlich auch gerne. Und wenn dir das gut getan hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, vergiss es nicht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Deine Nathalie. Tschüss.